So, YouTube, hallo, hallo und willkommen zu dem nächsten Olomit-Zeitalter in Foundry. Ja, wir haben Roholomit, 25.000 gesunde, frische Liter, die da schön hochgepumpt werden und wir brauchen jetzt entsprechend natürlich, ich merke gerade, wahrscheinlich brauche ich das gar nicht, oder? Naja, okay. Wir brauchen auf jeden Fall Herstellungssachen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie die funktionieren. Wir haben Sachen hergestellt. Die Destillations-irgendwas. Und noch ein Teil hatte ich hergestellt. Schmelze. Da, die Gasfackel. So. Und man muss die nämlich auswählen und dann kriegt man nämlich erst die Beschreibung. Das ist ein bisschen blöd gemacht und muss man erstmal drauf kommen. Die Gasfackel hat die Aufgabe, unerwünschte Flüssigkeiten und Gase zu vernichten, indem sie sie verbrennt. Welches Rohr du auch immer an eine Gasfackel anschließt, sie wird den Inhalt ansaugen und zerstören. Okay, einige chemische Rezepturen erzeugen unerwünschte Nebenprodukte wie Abgase, die sich mit der Gasfackel eliminieren lassen. Okay, ich würde sagen, das kriegen wir doch hin, oder? Ja, das klingt gut. Das heißt, die ist für die Abgase da. Davon habe ich zwei gebaut. Und zudem nix. Okay, das ist aber merkwürdig. Da hätte ich auch erwartet, dass er mir irgendwas sagt. Aber er sagt nur Tiefenpumpe. Und warum nicht zur Destillationskolonne? Okay, wir bauen das einfach mal und gucken. Können sie wieder wegnehmen. Natürlich jetzt der Bildschirm genau an der Seite. Ach, man legt mich das Spiel. Wirklich. Der mit seinem Monitor. Man achtet da auch nicht drauf, dass das da irgendwo auf dem Boden gekleistert ist. Ist auch nicht so eine UI-Perle, muss man sagen. Okay. Er hat das Ding nämlich fehlendes Gebäude, Fundament. Was? Oh, ich dachte, ich hab's drauf. Wir kriegen es hin, heute noch, versprochen. So, können wir nämlich gucken. Was brauchst du denn? Du kriegst Roholomit und oder Olomitgas kannst du produzieren. Okay, der kann also beides, die Destillationskolonne. Und aus 100 Öl, wir haben 75 Polymer. Aha. Ich würde sagen, in die Richtung bauen wir dann die Produktionsstätten auf. Erstmal von dem einen. Wir brauchen ja nicht so elendig viel Abstand, weil wir können eh nicht unendlich skalieren in alle Richtungen. Und wir haben ja gesagt, an sich will ich das trennen, nicht? Dass die Seite hier nur das eine herstellt. Oh, ich habe keine Dinger mehr. Die Baublöcke. Die gibt es nur vorne bei der Forschung. Ich werde jetzt keine neuen herstellen müssen. Dann gehen wir da kurz hin. Das heißt, an sich müssten wir auf der anderen Seite die Lagerstätte uns holen für die anderen Sachen. Einfach um das sauber zu halten. Ich finde diese Mischung nämlich nicht so gut. Weil das lässt sich auch besser berechnen, nicht? Wenn wir jetzt 6 von diesen Dingern haben. Steht da dran, wie viel die fördern können? Nee, das fehlt mir zum Beispiel. An den Geräten selber, hier steht halt nicht immer da, wie viel sie herstellen. 8 Sekunden ist die Herstellung, nicht? Das heißt, ich bräuchte jetzt eine Tiefenpumpe, um dann zu gucken, was die Tiefenpumpe herstellt. Habt ihr die? Ich glaube, ja, oder? Ja. Dann müssten hier die Platten liegen. Wunderbar. Dann holen wir uns dann mal ein paar raus. Brauchen wir noch irgendwas, wenn wir schon hier sind? Stahl und Platten haben wir noch. Eigentlich nicht, oder? Stahl haben wir auch. Können wir rüber.
Können wir denn was forschen? Die Bauindustrie. Transportschiff, Bauschiff, Baulager. Klingt gut. Machen wir. Forschen kann nie schlecht sein. Ich bin zufrieden mit unserem Forschungsturm. Also der Umbau, auch wenn er jetzt lange gedauert hat, 20 Folgen oder sowas, hat sich denn doch gelohnt. Jetzt läuft das alles andere erstmal im Hintergrund. Klar gibt es hier und da mal noch Schwächen, weil irgendwas leer läuft oder so ein bisschen. Oder nicht ganz auf Vorrat ist, wie bei den Platten. Aber an sich ist das ja alles eher unproblematisch, weil es ja nicht unserem Fortschritt verhindert. Oh. Okay, also hier kommt das Gaszeug dann hin. Brauchen die einen? Ah komm, die kriegen einen eigenen Stromanschluss. Obwohl, ich bin halt der Meinung, das Ding braucht gar keinen Stromanschluss hier. Na. Können wir hier nämlich auch ein bisschen abbauen. So, alle drei in eine Richtung, nicht? Das sieht gut aus. Und dann die Rohre erstmal rüberlegen. Dann haben wir nämlich einen Weg, auf dem wir laufen können. Sehr gut. Und dann brauchen wir die ersten Dinger. So. Machen wir mal 4, oder? So, und eine Gasfackel kann wie viel zerstören? Steht halt auch nicht da. Ah, und der braucht erstmal Strom hier. Oh, so, klappt das? Ja. Okay. Wie viel kannst du zerstören? 50 Liter pro Sekunde. Okay, also das kann 50 Liter pro Sekunde zerstören. Und du kannst... Bei 4 brauchen wir, glaube ich, 2 Fackeln, nicht? Nee, oh. 50 Liter in 4 Sekunden. Okay. 50 Liter in 4 Sekunden. Na, ich rechne mal. Also... dann brauchen wir eine Fackel für 4. Ja. Da brauche ich ja nicht rechnen. Oh mein Gott. Das heißt, eine Fackel können wir irgendwo an den Rand stellen. Die kriegt einen Eingang. Da machen wir das ruhig auf der Höhe. Und die Dinger machen wir nochmal ein bisschen weg, damit wir ein bisschen Luft haben. Die Rohre reichen schon wieder nicht aus. Weil wir brauchen noch mehr Rohre. So, wo kommt denn was raus? Also die haben 2 Eingänge und 2 Ausgänge. So, aus welchem Ausgang kommt was raus? Das weiß man erst, wenn sie laufen. Das ist auch so ganz schlecht gemacht, nicht? Also es kann jetzt sein, dass hier irgendwas rauskommt oder hier irgendwas rauskommt. Aber das erfahre ich erst, wenn ich sie einmalig anbinde. Zeig doch an, was du hier rauskriegst. Genau wie der Eingang hier nicht festgelegt ist. Also zumindest bei den anderen Dingern war er nicht intelligent genug, das sauber hinzukriegen. Und hier hat er schon wieder hinter mir was gelöscht, weil er durchdrückt. Dann sage ich mal... Auf der Höhe. Lassen wir 4 Abstand. Machen wir 5 Abstand zwischen denen. Muss die Plattform, glaube ich, gar nicht so groß.
Wahrscheinlich können wir in die Tiefe die ein bisschen reduzieren. Weil in die Breite brauchen wir sie dann schon. Damit wir darum herum kommen. 1, 2, 3, 4, 5 und so, nicht? Ja. 1, 2, 3, 4. Oh, reicht doch schon wieder. Oh mein Gott. Also ich mit diesen Abschätzungen in dem Spiel, man baut eine riesige Fläche, denkt so, oh ja, die reicht. Und dann baut man das erste Ding, okay, die reicht nicht. Die Dimensionen sind echt erschlagend. Okay, die Tafel passt aber. 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir ein Lager. Ich habe keine Lager mehr für Flüssigkeiten. Das kommt am besten in die Mitte. Dann können wir die Fackel noch ein bisschen auf die Höhe einfach setzen. Ja. Dann können wir hier hinten nämlich noch ein bisschen Zeug wegnehmen. So, dass wir erstmal zwei Abstand auf jeder Seite haben. Okay, 67 Rohre. Dann machen wir erstmal die T-Dinger. Oh, jetzt kommt das mit dem Platzieren in der Höhe. Das passt. Das passt. Okay, zumindest gibt es hier einen Anflanschpunkt. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir doch hier, anstatt in die Kurve zu gehen, nach oben gehen. Und, ah man, dieser Platzierung. Kurve. Okay. Gerade Dinger. Das ist zum Beispiel ganz gut, nicht? Dass man da einfach durchbauen kann und nicht blockiert wird. Manchmal hat es ja doch seine Momente, wo man sagt, ah cool, da kann man drauf aufbauen. Ich meine, ist auch Early Access, nicht? Aber das Spiel in der jetzigen Form gibt es halt schon sehr lange auf itch.io, darf man auch nicht vergessen. So, das ist halt auch nicht so der extreme Entwicklungsfortschritt. Deswegen denke ich, wenn ich das hier jetzt einmal ein bisschen durchgespielt habe, dann ist das auch erstmal durchgespielt, nicht? Klar wird es jetzt Änderungen geben und Anpassungen, aber so wie ich auch andere Early Access Spiele kenne, wartet man dann doch lieber ja nochmal ein, zweimal länger. Zum Beispiel jetzt bei Manor Lords werde ich auch bestimmt nochmal reingucken, aber auch erst in ein, zwei Jahren. Also es war auch noch für mich sehr unruh. Also die Demo damals hat irgendwie mehr Hoffnung gemacht, als dann das Endergebnis dazu zu sehen. Wir haben keinen Übergang dahin. Das wäre was für so ein Gang-Dings da. Hier Gangway oder wie heißen die? Laufsteg auf Deutsch. Ja. Laufstege. Ah, ja. F1, Laufstege. Laufstege kann so schnell erhöhte Bewegungsplattformen, die das gesamte Fabrikgelände umfassen. Das Laufstegsystem besteht aus Plattformen, Treppen und Leisten. Sie können mit dem Radialmenü umgeschaltet werden. Die besondere Mechanik der Laufstege besteht darin, dass sie automatisch Geländer an einem Außengeländer der Plattform erzeugen, unabhängig von der Form, einfacher zu bauen. Okay. Einige Strukturen wie Türen, Aufzugsstationen werden die Gelände der ganzen Gehwege entfernen. Okay, auch klar. Andere Strukturen, große modulare Gebäude haben einen
Gebaute Laufstege. Okay. Kantenmodule. So, was haben wir denn hier? Plattform. Forschung abgeschlossen. Aber der ist doch jetzt auf der falschen Höhe dann. Der wäre zu hoch. Hä? Das kann doch aber nicht richtig sein. Das soll richtig sein? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich und die Laufstege wären keine Freunde. Ich müsste da erst runtergehen. Und der ist doch auch zu. Hä? What the fuck? Ach, ich muss so eine... Boah, ist das bescheuert gemacht. Also, sorry, aber... Ich glaube, das wird der erste und einzige Laufsteg, den ich baue. Puh. Dann baue ich doch lieber einfach hier das Einfache rüber. Hm. Oh, noch zwei. Das war viel zu umständlich so. Ich meine, klar, es ist flexibel, aber hm. Naja. Gut. Meckern wir nicht. So, du würdest jetzt herstellen. Du würdest jetzt herstellen. Und jetzt gucken wir. Da kommt nämlich Abgas raus anscheinend. Und hier Olomid. Das ist gar nicht schlecht. Das ist nicht verkehrt. Damit kann ich nämlich arbeiten. Okay, wir müssen erstmal die richtige Höhe hier hinkriegen einmal. Das ist die hier. So. So. Die grünen Dinger helfen zum Beispiel schon ganz gut. Aber wäre cool, wenn das einfach den Linien noch schon dazwischen wären. Dann würde es noch besser helfen zum Beispiel. Wie es bei Satisfactory halt auch ist. So. Ach du Scheiße. Okay. Also auf der Höhe kommen wir da gar nicht lang. Und wir haben schon wieder nicht genug Rohre. Ich glaube, der Stahl wird nicht reichen. Okay. Numero döse. Oh, hab den Falschen erwischt. Sehr gut. So, erstmal alle angeschlossen. Du stellst auch Olomid her. Du stellst auch Olomid her. Ah, oh, herrlich. Rauch in die Atmosphäre blasen. Ein schöner, ungefilterter, rußiges Aroma liegt in der Luft. Okay, und der Ausgang, den machen wir dann einfach direkt, wenn er rauskommt, ein nach unten. Oder auch mehr als ein nach unten. So. Damit ich nämlich noch an den Bildschirm komme. X, anderer Baumodus. Der gefällt mir eh besser. Machen wir das auf der Höhe? Ah, komm. Machen wir auf der Höhe. Aber hat... Ah, ne, ist ja falsch.
Warte. So, den brauchen wir. Den brauchen wir. Okay. Dann, aber der ist so oder so im Weg, nicht? Ah, gut. Zum Lesen reicht's. Kann ich auf jeden Fall besser rankommen. Ah, Mist. Mann, ich hasse es. Charakterbasiertes Bauen hat halt so seine Grenzen. Das merkt man hier immer ganz deutlich. So. Okay, auf der Höhe. Schon wieder nur 9 Dinger. Oh nein. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr herstellen, was? Ah, doch, noch ein paar. Und da kommen immer 2 raus, nicht? Und trotzdem geht es so krass schnell weg. Klonk. Achso, da fehlt noch. Dachte, hä, warum fließt noch nichts? Ist ja korrekt. Einmal dort. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Oh. Oh oh. Oh oh. Jetzt haben wir es, oder? Jetzt sind alle 4 dran. Also das Rohrding ist so semi. Was fehlen immer noch? Okay, wir müssen mal richtig hinten zum Stahl und viel Stahl rausholen. Okay, füllt sich. Und du bist nicht überfüllt. Das ist gut. Eigentlich müsste sie genau voll sein. Wenn jetzt alle 4... Ah, das dauert halt immer. Okay, ist also kein kontinuierlicher Prozess. Was ich bei Gas eher vermutet hätte, dass es ein kontinuierlicherer Prozess ist. Also er macht alle paar Sekunden nur und alle 4 Sekunden muss sie dann... Das wegkriegen nacheinander. Okay. Ah, 4 Dinger, da kommt nicht viel rein. Uff, uff, uff. So, was sagt denn hier? Vielleicht liegt das aber auch im Druck. Oha, das wird... weniger, nicht? Das heißt, 6 Pumpen... Ja, vielleicht können die Rohre nicht mehr... Ach, steht halt nichts dabei, nicht? Das ist halt so ein bisschen blöd. Rohre, Schmelzen, Lagerräume. Rohre. Rohre werden zum Transport von Flüssigkeiten genutzt. Es gibt mehrere Rohrformen. Bidirektional. Klempnerwerkzeug, wie man Rohre entleert. Okay, das Klempnerwerkzeug haben wir nicht. Pumpen. Um längere Strecken Durchlauf von Rohren ab. Durchflussrate verlangsamt. Pumpen können auch verwendet werden, um eine einseitige Strömungsrichtung zu erzeugen. In oder aus einem Tank. Okay.
Ja, es wird echt weniger. Scheiße. Und die läuft nicht mal, die mittlere. Da fehlt noch irgendwas. Oh ja. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Nö. Braucht gar kein Klempnerwerkzeug. Hä? So, dann läuft die auch. Dann geht hier noch mehr runter. Krass. Okay, wir können natürlich an den hier auch nochmal zwei hinstellen. Wenn ich noch genug Stahl habe, wo sind denn die? Gasfackel. Ich sehe sie gerade nicht. Gießerei. Brenner. Schmelze, zerkleinerer. Baumaterial, okay. Planer für modulare Gebäude, interessant. Aber nicht das, was ich suche. Brenner, Kessel, Dampfturbine. Transformator. Tiefenpumpe, da. Ja, reicht der Stahl nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen Stahl holen. Und währenddessen kann das schon mal ein bisschen vorproduzieren. Okay. Ich weiß halt auch nicht, wie lange dieses eine Vorkommen mit den Pumpen reichen wird und ob man die ständig runtersetzen muss. Das ist zum Beispiel auch so eine Mechanik, die ich nicht so gut finde. Gerade am Anfang muss man ständig umbauen, weil die Drohnen nicht mehr an die Ressourcen kommen, weil die halt nur einen ganz kleinen Radius haben. Und das ist natürlich irgendwie nicht so schön, sag ich mal. Forschung. Den Funkturm. Dann starten wir das mal. Ich meine, bis wir da hinkommen, müssen wir eh erstmal so viel produzieren. Aber das hier läuft alles fleißig. Hier habe ich auch, glaube ich, noch keine Leitern. Nicht 500 Leitern. Ah, ich drücke wieder Shift, weil ich schneller sein will. Ich glaube, das funktioniert hier gar nicht im Wasser. Ja. 12 dürften hier aber auch nicht reichen. Meistens werde ich ja von der Seite ankommen, denke ich mal. Darüber können wir laufen. Dann brauchen wir nur eine Dings. Hallo, oh, Stahl läuft auch alle. Okay, wichtig zu wissen, woran liegt's? Hier dran nicht. Ne, hier ist genug. Und wir haben ja extra Erweiterungsmöglichkeiten. Dann würde ich sagen, bauen wir 4 Stahlschmelzen noch weiter dazu. Oh, wir haben noch Schmelzen, sorry. Wie viel Abstand haben wir mal? 2 hatten wir. Und in die Richtung. Und, ach komm, was soll der Geiz? Dann können wir gleich das nächste Ding ordentlich aufteilen. Auf 2 Dinger. Oh, wir haben nur noch 9 Lader. Auch nicht gut. Da müssen wir auch mal gleich ein paar herstellen. 44, ja. Rohre können wir wieder herstellen. Auch wichtig. Da brauchen wir jetzt auch immer mehr, glaube ich. Während das baut, können wir das hier machen. Sehr schön. Nee, die anderen sind anders.
Das muss ja auch gleichmäßig aussehen. Das Auge ist mit... naja, eigentlich nicht mehr hier. Hier ist Hopfen und Malz verloren. Was ich ein bisschen besser finde als bei Satisfactory, man muss ja auch mal loben, ist auf jeden Fall, dass die Ein- und Ausgänge halt gleich sind. Also die Splitter und Verteiler. Das finde ich sehr, sehr gut. Dass man da nicht extra Dinger hat. Das macht mich immer irre. Und dann hat das eine nur 3 Eingänge, das andere hat nur 3 Ausgänge oder so. Oh, man braucht aber 2-2 im besten Fall. Da muss man also 5 bauen und dann hat man nicht genug Platz gelassen. Und bei denen geht das ein bisschen easier, sag ich mal. Okay, wir wollen wohin? Da kriegen wir einen Eingang hin. Also bis hier. Und dann daran. Klonk. Achso. Und. Oh. Dann können die noch mit arbeiten. Das ist doch. Ach, die haben auch noch kein besseres Rezept. Deswegen brauchen die das Roherz, ne? Das ist klar. Gleich brauchen wir jetzt nochmal auf der Seite. Ich finde, die schmelzen halt auch am besten, weil man da zum Beispiel auch kein Rezept oder so auswählen muss. Das ist alles am simpelsten. Weiß nur nicht, ob der Strom hier immer noch... Oh, Mann. Wenn man was platzieren will und dann kommt der Speichermodus, dann spinnt es auch immer rum. Ob wir genug Strom hier hin haben, aber das wird sich ja dann zeigen, denke ich mal. Wo ist der? Auf der Höhe. Und please open. Forschung abgeschlossen, Funkturm. Wenn das hier hoch geht und das nicht vorne runter, dann hat man auf jeden Fall ein positives Einkommen. Okay, das ist gut. Also Stahl haben wir wieder auf positive Ebene zurückgeholt. Das ist schön. Auch wenn es nicht viel ist, nicht? Es fühlt sich. Das ist das Wichtige. Dann können wir nämlich auch nochmal 200 Stahl mitnehmen. Müssen wir nicht gleich wieder zurücklaufen. Oh. Ah, da drüben habe ich sogar noch eine der alten Treppen. Aber Rohre, glaube ich. Ja, Rohre. Wären nur Rohre. Ja, warum nehme ich nicht hier einfach die fertigen Rohre raus? Deswegen hatte ich... ich habe ja die Rohre... Ja, natürlich. Früher habe ich die mal aus der alten Anlage genommen. Das habe ich ja erst neu gebaut. Deswegen halt die ganze Zeit... Und dann habe ich die Rohre hier reingeworfen, weil ich sie nicht brauchte. Ja, okay. Wie eine Achterbahnfahrt. I'm afraid of no ghost.
Jetzt hatten wir genug Kram, oder? Brauche ich Platten? Nee. An sich haben wir alles für alles, oder? Nur die Polymerplatten fehlen. Oder Leiterplatten. Beides. Ja, dann können wir schon mal die beiden Dinger herstellen. Zwei Tiefenpumpen. Nicht 36 Tiefenpumpen. Oh Mann, ich habe wieder Shift gedrückt. Oh, ich habe beim Stahl die 32 Ignum-Erz loswerden können. Oh, ich habe nicht dran gedacht. Die ganze Zeit denke ich, wenn ich mal da bin, muss ich es weggeben. Dann ist man einmal da und dann vergisst man's. Okay. Ach so, weil das vollgelaufen ist, nicht wahr? Okay, das ist halt die Sache. Ja, ja, ja. Ich dachte schon, hä, das reicht ja doch. Nee, 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 reicht nicht. Polymerplatten. Oder erstmal Leiterplatten. Leiterplatten brauchen aber Polymerplatten. Okay, Polymerplatten brauchen nur flüssiges Polymer. So, wir kriegen wie viel von euch? Ah ja, stimmt, über Rezept kann man das herausfinden, nicht? 75 in 4 Sekunden. Das heißt 75 durch 4 haben wir 18 pro Sekunde. 18 pro Sekunde. Und die Leiterplatte, nee, die Polymerplatte braucht 5, also 2,5 pro Sekunde. 18 geteilt durch 2,5. Können wir 7 Dinger, da brauchen wir nur 1. Also bei 7,5 brauchen wir 1. Also bei 8, wir können 8 Dinger bauen an Polymerplatten. Wir können 16 Polymerplatten-Dinger bauen, dann sind 2 erst beschäftigt. Okay, ich würde sagen, das machen wir. Oh Mann, mit den Rohren sperrt man sich hierbei echt selber aus. Ich würde die einfach hier nebenbauen wollen. Und dann können wir da nämlich an das Förderband einfach. Oh. Sehe da keine Probleme. Brauchen wir nochmal einen Laufsteg? Man hat halt sonst nichts Cooles, nicht? Wenn die verbunden sind, dann teilen die sich auch einen Stromabnehmer und das will ich eigentlich nicht. Aber dass man hier extra auf diese Plattform und so wechseln muss. Okay, ich würde wahrscheinlich eher von hier rankommen. Können auch ein Stück breiter sein irgendwie. Man fühlt sich wie so eine Murmel, die da nicht richtig reinpasst. Können wir mal ins Gesamtnetz gucken. Wir haben sehr viele Einzeltransformatoren. Das ist der einzige, der hier ein bisschen mehr arbeitet. Und hier. Wie viel nehmen wir ab? 9,1. Das sind 2 Dampfturbinen, nicht? Ich glaube, eine macht 6 oder so. Also 10 Megawatt verbrauchen wir. Und eine Dampfturbine. Da steht's. 3,6 nur. Warte mal, wir haben 4. 12. Oh, wir sind am Limit beim Strom. Aber der Strom ist auch so ausgelegt, nicht? Wir können den einfach redundant jetzt seitlich erweitern. Das ist auch kein Problem.
Aber ja, mit den Dingern hier dürften wir das dann sprengen. So, wo werden die Polymerplatten hergestellt? Oh, Gebäude, Funkturm, Sockel. Aha, aha. Baulager, Bauschiffdock, Transportschiffdock. Okay. Jetzt kommen wahrscheinlich die Sachen, die wirklich viel Zeug kosten. Okay, Polymerplatten. Dann machen wir doch. Polymerplatten, wo seid ihr denn? Da. In der Gießerei. Gießerei. Shit. Machen wir 10. Oder machen wir 12. 12 ist gut. Ich wollte ja eigentlich 16 machen, nicht? Aber es passt leider nicht. Wo sind sie? Eine erst fertig. Und da werden noch 9 gebaut. Muss ich nochmal 2 raufgeben. Habe ich die noch irgendein drin irgendwo? Ne. Da räum mit euch. Hä, jetzt sind 3 da. Wo sind denn die? Stacken die nicht? Nee, achso, auf der 3 ist eine. Okay, oh. Ich dachte gerade, hä, was nu? Okay, brauchen echt ewig. Scheibenkleister. Ne, wir können ja schon mal bei der 1 probieren, wie es funktioniert. Und er hat hier wieder random irgendwo Dinge hingebaut. Also das ist echt ein Problem. Wenn ich da unten durchwechsel, baut er die Sachen manchmal direkt. Soll er doch gar nicht. R. Also wir kriegen von dorthin das Zeug und dann teilt sich's auf. Also können wir das setzen, wie wir wollen. Wir müssen auch gar nicht so weit in die Tiefe gehen, nicht? Bei Rohren. Das ist eher kompakter. Dann kann man das eigentlich auch so nebeneinander setzen. Wir müssen nur ein bisschen in die Breite. Und wir brauchen noch einen Speicher. Stimmt. Sehr gut. Und Rohre haben wir uns ja geholt, nicht? Da haben wir jetzt 400 und die stehen falsch rum. Natürlich. Stehen sie jetzt richtig rum? Ja, Eingang. Autsch. Ich brauche ein Jetpack. Und eine Leiter vielleicht, wenn ich vom Wasser aus komme. Das wird wahrscheinlich öfter der Fall sein. Dann baue ich das aber auch hier gleich hoch, nicht? Dann ist es bei mir wenigstens nicht auf der Seite im Weg. Auf welcher Höhe? Der Höhe. So. Da.
Und dann die berühmte T-Kreuzung. Ich hoffe nicht, dass hier genau eine steht. Doch. Aber die hat ihren Eingang direkt daneben, nicht? 1, 2, Eingang hier. Das heißt, das muss erst hier dahin. So, und bei denen... passt das so. Da passt das so. Und hier kann Kurve. Okay, dann gerade, 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 gerade. Oh, produzieren die Abgase? Nee, kann gar nicht sein. Wir können gar keine Abgase produzieren, weil... es gar kein Abgasding gibt. So. Zum Glück haben wir hier echt sehr viel Platz. Ah, warte, wie rum? Ja, ich stehe nämlich falsch rum. Der dreht das auch immer wieder um im Inventar. Wunderbar. Weiß halt auch nicht, ob ein Flüssigkeitscontainer wirklich so das Wahre ist. Aber ich habe mit Flüssigkeiten auch, muss ich gestehen, wenig Erfahrung. Die Meerplatten. Hä? Steht die doch falsch rum? Aber, also manchmal verstehe ich die Anzeigen echt null in den Game dann. Ich habe die so rum. Ach! Aber das... die hat nämlich 2 Eingänge. Das ist so dumm. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, boah. Woher soll man denn wissen, dass Polymer jetzt auf der anderen Seite reinkommt? Es ist einfach nur dämlich. Also so rum rangestellt. Ich meine, ist ja nicht schwierig, aber... es ist halt einfach nur belastend, weil man es vorher einfach nicht sehen kann. Und da ist doch ein UI gerade für da. Ich meine, dann brauche ich auch nicht die Anzeige, wo die Eingänge sind. Dann kann ich auch einfach raten. So. Oh Mann. Wo ich auch raten kann, ist bei der Folgenlänge. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.